Dann rufe ich auf 59, Aktuelle Stunde. Fraktion der SPD, ältere Menschen als besondere Risikogruppe schützen, 2028-20. Beginnt die Frau Abg. Dr. Sommer. Daniela, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Verlust eines jeden einzelnen Menschen ist schmerzhaft. Noch schmerzhafter ist es, wenn Menschen in der Corona-Zeit auch ohne Angehörige aus dem Leben gehen müssen. Es ist bedauerlich, dass die meisten Todesfälle, und zwar jeder zweite, offenbar in Alten- und Pflegeheimen zu verzeichnen ist. Das zeigen die Berichte gestern aus Frankfurt, aber auch aus Wiesbaden, aus Schwalm-Eder, aus dem Odenwald, um nur einige zu nennen. Ältere Menschen, die Betreuung und Pflege bedürfen, gehören der Hochrisikogruppe an, an Covid zu erkranken. Deswegen bedürfen sie besonderen Schutz. Ein wesentlicher wissenschaftlich fundierter Erfolgsfaktor zur Bekämpfung der Epidemie besteht darin, zielgerichtet zu testen. Herr Minister, Sie haben in Ihrer Regierungserklärung Anfang Mai angekündigt, dass mehr Tests kommen sollen. Und bevor Sie nachher sagen, es gebe zu wenig Testkits, ich habe mich erkundigt, die Situation hat sich entspannt. Die KV hatte ja auch übergangsweise zentral Testkits besorgt. Es stehen welche zur Verfügung, es könnte getestet werden. Und obwohl der Bund die Tests in Pflegesettings durch das zweite Pandemieschutzgesetz ermöglicht, wollen Sie diese nicht testen. Dabei wäre das so nötig. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben bereits mitgeteilt, Bewohner von Pflegeheimen, Krankenhäusern, Gemeinschaftsunterkünften verstärkt zu begutachten. An dem Vorgehen könnte sich Hessen ein Beispiel nehmen, meine Damen und Herren. Sie verschließen davor die Augen, dass in stationären Einrichtungen herdförmige Ausbrüche vorkommen. Auf diese Cluster geht übrigens auch das RKI-Bulletin ein, mit der Empfehlung, vorsorglich Testung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Einrichtungen als wichtige Maßnahme gegen die Ausbreitung des Virus zu erwägen. Sonst schließen Sie sich doch immer der RKI-Position an. Warum denn nicht in diesem Fall? Warum wollen Sie dort nicht vermehrt testen? Und meine Damen und Herren, eine Unterstützung, eine Orientierung, eine Handreichung von der Landesregierung, darauf warten die stationären Einrichtungen und die ambulanten Dienste auf Menschen in der häuslichen Pflege bis heute. Angefangen damit, dass dieser Bereich mit Schutzmaterial nicht berücksichtigt wurde. Das waren Ihre Strukturentscheidungen, meine Damen und Herren von der Landesregierung. Und die fehlenden Ressourcen, die haben zu dieser katastrophalen Entwicklung geholfen bzw. Vorschub geleistet. Und die Betreiber, die Pflegedienstleitung, die Pflegekräfte fühlen sich von der Landesregierung total im Stich gelassen, trotz ihrer Hilferufe. Ich frage Sie, was macht die Landesregierung, um Hochrisikogruppen und Gesundheitsberufe explizit zu schützen? Die Pandemie ist nämlich nicht nur eine pflegerische, medizinische, sondern eine institutionelle Herausforderung. Organisationen brauchen kurzfristige und mittel- und langfristige Resilienz. Und nicht ein Chaos an Zuständigkeiten, ein Mangel an Ausrüstung. Und genau das sind die Aspekte, die aus der Praxis kritisiert werden. Keine Information, keine Transparenz, keine Unterstützung, kein Orientierungsrahmen, nicht genügend Schutzmaterialien. Wie gesagt, die Pflege fühlt sich vom Land alleingelassen. Und mit was für einer Konsequenz in diesem Bereich, den wir besonders schützen sollten? Viele Tote, viele Erkrankte, viele Fachkräfte, die in Quarantäne sind, die sich jetzt nicht mehr kümmern können. Es ist von Beginn an wertvolle Zeit verloren gegangen, ohne dass die Landesregierung sich für den besonderen Schutz dieser Einrichtung eingesetzt hat. Und auch jetzt lässt der Minister wertvolle Zeit vergehen, ohne die Tests dort zu intensivieren. Wir haben von Anfang an die Forderung aus der Fachwelt unterstützt, flächendeckend zu testen, alle Berufsgruppen und auch die Patienten, damit eben die Infektion eingedämmt werden kann. Denn das führt dazu, dass die Menschen die Fürsorge und Pflege bis zum Moment der Ansteckungsgefahr leisten können. Herr Minister Klose, legen Sie Ihre Verweigerungshaltung ab.
Machen Sie das Reintesten möglich im Gesundheitswesen, schützen Sie Leben und lassen Sie die Einrichtungen, aber die ambulanten Dienste und die Ihnen anvertrauten Menschen nicht alleine. Und ich möchte noch einmal sagen, der Schutz muss höchste Priorität haben. Es sind herdförmige Ausbrüche in einem sensibilisierten Bereich. Wir haben 905 stationäre Pflegeheime, 52.000 Pflegekräfte, 61.000 Pflegebedürftige. Schützen Sie diese Leben, lassen Sie die Einrichtungen nicht allein, auch die ambulanten Dienste nicht und die Ihnen anvertrauten Menschen. Herzlichen Dank. So, bevor wir weitermachen, den Hinweis, die Gespräche nicht zu laut hier im Raum, weil man sonst oben nicht hört, ist mir eben gerade mitgeteilt worden. Ich bitte das also zu beachten. Sprechen Sie, wenn Sie laut sind, ein bisschen leise laut und dann kriegt es keiner mit. Ne? Das kann man auch machen, man kann auch rausgehen. Aber wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen, wissen Sie, und nicht sofort gehen. So, jetzt hat der Kollege Richter das Wort. Volker Richter, AfD. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Schon sehr früh hat sich gezeigt, welche Gruppen unserer Gesellschaft ein besonders hohes Risiko tragen. Und wir konnten auch erkennen, in welcher Geschwindigkeit sich das neuartige Coronavirus gerade in Altenheimen ausbreitet und dabei leider einen hohen Anteil an Opfern fordert. Zum Risiko älterer Menschen auch in Altenheimen gehören damit verbunden natürlich Ängste. Ängste der Risikopatienten selbst, Ängste von Familien und Freunden, und daraus resultiert sehr oft in den vergangenen Wochen soziale Einsamkeit aufgrund von Beschränkungen, die zum Teil leider auch darauf zurückzuführen waren, dass die im Pandemieplan vorgesehenen Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. So gehört nach dem Pandemieplan des Landes Hessen in Altenheim die medizinische Versorgung durch das Pflegepersonal zu deren Aufgabengebieten. Und die dafür notwendige Schutzausrüstung, die nach dem Pandemieplan zur Verfügung stehen müsste, stand leider nicht zur Verfügung, und bis heute ist diese nicht ausreichend verfügbar. Schlimmer noch, erst wurde sie durch die Regierung ins Ausland verbracht, um sie nachfolgend mühsam aus dem Ausland wieder herbeizuschaffen. Da liegt sie nun und staut sich in den Lagern, da sie vielfach leider auch noch mangelhaft ist. Dazu fällt uns ehrlich gesagt gar nichts mehr ein. Sowohl für Patienten als auch für das Pflegepersonal existieren somit Risiken, die gerade bei Menschen in höherem Alter zwingend minimiert werden müssen. Zur Minimierung gehören dann natürlich auch Reintests, wie hier in der Aktuellen Stunde durch die SPD gefordert. Die SPD hat nicht nur die Altenheime angeführt, sondern richtigerweise auch Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. So wissen wir von hohen Ansteckungsraten, gerade bei jenen, die sich um unsere aller Sicherheit sorgen. Und diese Menschen haben neben unserer Wertschätzung natürlich auch das Recht auf maximalen Schutz, welcher ebenfalls durch den hessischen Pandemieplan gefordert, aber nur sehr schleppend geboten wird. Dies betrifft dann selbstverständlich auch ambulante Pflegedienste. Und dort, wo Tests vorgenommen werden, wird bestmöglicher Schutz gewährleistet in Verbindung mit allen weiteren Schutzmaßnahmen und hygienischen Vorgaben. Auf diese Weise kann sowohl die Verbreitung des Virus in Einrichtungen mit besonders hohem Risiko minimiert oder gar verhindert, als auch ältere oder pflegebedürftige Patienten medizinisch gut versorgt werden, um auch sozial nicht weiter zu vereinsamen. Denn wenn wir das Virus als Gefahr für ältere Menschen ansehen, so müssen wir deren persönliches Wohlbefinden durch Nähe zu ihren Lieben, die nachweislich gesund sind, ebenfalls ermöglichen. Somit muss, wovon wir als AfD ausgehen, das soziale Umfeld der betroffenen Patienten ebenfalls bei den Reihentests mit eingebunden sein. Erlauben Sie mir zum Schluss noch von meiner Rede eine kleine Anmerkung. Es freut uns auch hier, dass bei über zwei Monaten nach dem Antrag und der Kleinen Anfrage der AfD, nämlich 20.2569 und 20.2517, nun auch die SPD erkennt, was wir bereits am 9.3.2020 und am 17.3.2020 forderten. Vielleicht ziehen Sie
Vielleicht ziehen Sie sich diese Unterlagen nochmals heraus, liebe Kollegen von der SPD, und schauen genau hin, dass wir als AfD entgegen dem, was oft von vielen aus Ihrer Partei behauptet wird, sehr wohl Lösungen für Probleme unseres Landes aufzeigen und wir dann auch anderen Parteien bei ihren Anträgen zustimmen, wenn diese mit unseren Ideen übereinstimmen, auch wenn Sie weiterhin jegliche Anträge von uns ablehnen, nur um sie dann später doch zu stellen, selbst zu stellen. Das erleben wir. Wir erleben das in vielen Kreistagen. Wir erleben es hier im Landtag. Und wir finden das eigentlich wunderbar. Herr Frömmrich, ich habe Ihnen gerade die Beispiele genannt. Sie haben gerade zwei Nummern von mir gehört. Ich wiederhole sie gerne noch einmal. 20.569 und 20.517. Schauen Sie einfach mal in das Landtagsinformationssystem. Das ist nämlich eine ganz, ganz tolle Sache. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter. Als nächstes hat sich der Abg. Pürsün von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Reintestungen in Altenheimen sowie Pflege- und Gesundheitseinrichtungen finden wir sehr wichtig. Wir haben sie auch unermüdlich in den Ausschusssitzungen gefordert. Noch am 23. April haben Sie, Herr Staatsminister Klose, uns wissen lassen, dass ausreichend Testkapazitäten vorhanden seien. Sie haben uns auch mitgeteilt, dass man besonders vulnerable Gruppen besonders schützen wolle. Dazu gehören unstreitig Senioren in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Leider ist seither nicht viel passiert. Die oftmals geforderten flächendeckenden Testungen blieben aus, vielleicht auch, weil nicht klar ist, wer dafür die Kosten tragen soll. Das war fahrlässig, Herr Klose. Nur wer die RKI-Kriterien erfüllt, also unter anderem Symptome aufweist, bekommt einen kostenlosen Test, einen Test, dessen Kosten die Krankenkasse trägt. Wer aber die RKI-Kriterien nicht erfüllt, kann sich für 215 € auf eigene Kosten testen lassen. Das muss sich ändern. In Hessen hat sich Corona sehr stark in Altenheimen verbreitet. Auch das hätte verhindert werden müssen, Herr Minister. Das Land steht hier in der Verantwortung, sofort für flächendeckende Testungen zu sorgen. Und da gehen wir noch einen Schritt weiter. Diese Testungen sollen nicht nur in Altenheimen, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen stattfinden. Sie sollten auch dort stattfinden, wo Menschen auf engem Raum sind, wie z.B. in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Als Frankfurter weiß ich, wie brisant das plötzlich sein kann. Wir müssen auch in Krankenhäusern flächendeckend und prophylaktisch testen. Das heißt, jeder Patient, der aufgenommen oder entlassen wird, muss getestet werden. Ebenso muss dem gesamten Personal regelmäßig ein solcher Test erneut angeboten werden. Die Pfleger und Ärzte setzen sich einem besonderen Risiko aus. Sie sind überdurchschnittlich häufig von einer Corona-Infektion betroffen. Sie sollen nicht jeden Tag ein mulmiges Gefühl mit zu ihren Familien nach Hause nehmen müssen. Die Frage ist auch hier, wer trägt die Kosten? Dass die Krankenhäuser damit maßlos überfordert werden, ist klar. Hier müssen Sie, Herr Staatsminister Klose, eingreifen. Es wurde Rheinland-Pfalz eben erwähnt durch die Kollegin Dr. Sommer. Thüringen geht in diesem Punkt beispielsweise mit positivem Beispiel voran. Solche Tests würden auch wieder großzügigere Besuchsmöglichkeiten eröffnen. Der Bund hat erst jetzt die Möglichkeit eröffnet, diese Testung auch ohne Anlass von der GKV übernehmen zu lassen. Dass die GKV die erhöhten Mehrausgaben auf ihre Beitragszahler wird umlegen müssen, erschließt sich aber auch jedem. Folglich, Herr Staatsminister Klose, nutzen Sie den von der Landesregierung beantragten Nachtragshaushalt, den vor allem der Steuerzahler und die Opposition am 24. März ermöglicht haben. Geben Sie das Geld zweckgebunden aus. Kommen Sie ja nicht auf die Idee, es zu bunkern und für grüne Projekte zu verwenden. Alle profitieren, wenn das Infektionsgeschehen unter Kontrolle ist. Alle profitieren, wenn die Gesundheitsämter nicht kollabieren. Alle profitieren,
wenn bei der zweiten Welle zielgerichtetere Maßnahmen ergriffen werden können und nicht flächendeckende Schließungen angeordnet werden. Reihentestungen müssen leicht und schnell zugänglich sein und überall dort eingesetzt werden, wo das Risiko einer Infektion besonders hoch ist. Herr Staatsminister Klose, es wäre Ihre Verpflichtung gewesen, den Mangel an Testungen zu erkennen und einzuschreiten. Das haben Sie trotz Ankündigungen unterlassen. Das ist ein weiterer Ihrer vielen Versäumnisse in der Pandemiebekämpfung. Wollen Sie Ihrer Verantwortung in dieser Pandemie noch gerecht werden? Dazu fordern wir Sie auf. Zeigen Sie endlich, dass Sie mehr als Schönwetter können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Pürsün. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Böhm von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass die Selbstgespräche auch damit jetzt beendet sind. Der Hessische Rundfunk hat ja in den letzten Tagen recherchiert und festgestellt, dass 43% der Menschen, die in Hessen mit oder durch Corona gestorben sind, in den Pflegeheimen gelebt haben. Bundesweit sind das etwa ein Drittel. Und wir hatten in einigen Kreisen, insbesondere auch im Odenwaldkreis, echte Hotspots in den Pflegeheimen. Aber auf was ich noch einmal den Fokus setzen will, ich glaube, das hat noch keiner bisher gesagt, ist gerade besonders gefährdet sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Alpenpflegeheimen. Im Schwalm-Eber-Kreis waren es 57, die infiziert waren, in Offenbach 44. Das sind keine geringen Zahlen. Und ich denke, wir sollten auch an die Gefährdung und an die Situation der Kolleginnen und Kollegen dort denken. Ist das zu verhindern? Ich bin der Meinung, ja. Frankfurt hatte ja eine Zeit lang dieses Testmobil in den Altenhilfeeinrichtungen da regelmäßig angefahren. Minister Klose konnte uns im Ausschuss nicht sagen, warum diese Regel jetzt nicht mehr gelten soll. Es schien aber zumindest etwas erfolgreich zu bringen, weil seitdem am Anfang gab es richtig ordentliche Hotspots. Manche kamen auch erst später raus. Aber seitdem scheint es ja wohl nicht mehr die großen Ereignisse in den Altenheimen in Frankfurt gegeben zu haben. Das Saarland hat schon sehr früh die Reihentests eingeführt. In NRW sind Tests für die Aufnahme in den Alteneinrichtungen obligatorisch. Bayern hat jetzt Reihentests für alle Mitarbeiterinnen, Patientinnen und Bewohnerinnen in Kliniken, Pflege- und Altenheimen beschlossen. Übrigens soll dort auch das Personal in Kitas und Schulen häufiger getestet werden. Auch eine Forderung, die wir gestellt haben. Alles natürlich freiwillig. Ich denke, diese Möglichkeit des Testungs, meine Vorredner haben es ja zum Teil schon gesagt, sind dringend erforderlich, dass sie genutzt werden und dass sie auch richtig sinnvoll angewendet werden. Zeitweise wurden die Mitarbeiterinnen der Altenheime nur vertröstet. Sie haben keine Rückmeldungen zu ihren Tests bekommen. Sie haben permanent Nachfragen oder kilometerweit fahren müssen. Und Gott sei Dank hat sich zumindest im Odenwald die Situation ein bisschen durch unser ständiges Bohren entspannt. Aber es ist dringend erforderlich, hier die regelmäßige Testung vorzunehmen. Und ich denke, da brauchen wir nicht die AfD dafür, ganz sicher überhaupt nicht. Das haben wir von Anfang an gefordert. Das ist von Anfang an sinnvoll gewesen. Und hier ist es auch immer noch sinnvoll. Und die Frage ist natürlich, warum es nicht durchgeführt wird vonseiten der Landesregierung. Ich weiß, Herr Klose gibt uns zu bedenken, das ist immer nur eine trügerische Sicherheit. Aber es ist ab und zu mal ein ganz gutes Gefühl, eine Sicherheit zu haben für die Beschäftigten, für die Bewohnerinnen und für die Angehörigen. Nämlich gerade die Beschäftigten fühlen sich gerade zu den Zeiten der massiven Besuchseinschränkungen unsicher, ob sie nicht diejenigen sind, die den Virus ins Alten reinbringen. Und ich denke, für diese Sicherheit wäre es notwendig, dieses Testen zu organisieren. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände hat ja im April einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben und hat auch dort die flächendeckende Testung gefordert. Anlass war diese kurzfristige Besuchserlaubnis, die innerhalb von 3 Tagen in den Altenheimen hätte umgesetzt werden müssen. Der Druck auf die Einrichtungen war
sehr massiv. Die Angehörigen wollten endlich mal wieder ihre Angehörigen sehen. Da kann die Leitung nicht sagen, ach, wir brauchen jetzt noch ein, zwei Wochen, um unser Hygienekonzept umzusetzen. Dies war wirklich eine völlige Fehlleistung von der Hessischen Landesregierung. Die Entscheidung, die Besuche wieder zuzulassen, ist allerdings richtig, weil wie viel Leid hat dieser Lockdown gerade in die Altenheime gebracht? Menschen, die durchaus selbst für sich entscheiden konnten, dürften die Einrichtung nicht verlassen, durften keinen Kontakt am Telefon mehr, außer am Telefon mehr haben. Ehepaare, die sich sonst täglich getroffen haben, wurden getrennt. Sicher haben Sie auch noch den 84-Jährigen vor Ihren Augen, der vor lauter Trauer seine Frau nicht sehen zu dürfen, zu einer Corona-Leugner-Verschwörungsdemo gegangen ist. So weit kommt es schon. Aber wir haben hier eine ganz besondere Situation in Altenheimen. Hier trifft nämlich Corona ganz deutlich auf den Kapitalismus und auf einen ganz völlig unterversorgten Teil unseres Gesundheits- und Sozialwesens. Diese Versäumnisse sind schon viel älter. Wenn wir bei den Krankenhäusern noch einen großen Teil kommunaler und gemeinnütziger Einrichtungen haben, sind in der Altenpflege nur noch 10% der Beschäftigten im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Dies führt zu einer viel schlechteren Bezahlung als in allen anderen Feldern des Gesundheitswesens, bei gleichzeitig hoher Arbeitsbelastung, Schichtbetrieb und permanentem Personalmangel. Frau Abg. Böhm, es wird Zeit für den letzten Satz. Oh, schon jetzt? Ja. Ja, dann würde ich in den letzten Satz noch gerne darauf aufnehmen, dass Sie auch die pflegenden Angehörigen überhaupt nicht in den Blick nehmen. Denn hier werden überhaupt nicht unterstützt. Die Tagespflegen wurden einfach geschlossen. Die Menschen wissen überhaupt nicht, wie sie dafür sorgen sollen, dass ihre Angehörigen betreut sind. Hier erwarten wir auch eine Lösung von der Landesregierung. Und dieses Thema ist überhaupt noch nicht angegangen worden. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Abg. Böhm. Für die CDU-Fraktion hat sich der Abg. Dr. Bartel zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Titel der Aktuellen Stunde der SPD wirft sie dem Gesundheitsminister verzögertes Handeln in der Corona-Krise, insbesondere bei der Organisation der Testungen, vor. Das können wir aber keineswegs nachvollziehen. Staatsminister Klose hat von Anfang an die Testungen und die Behandlung der Covid-Patienten umsichtig koordiniert. Schon Anfang März haben das Land und die Kassenärztliche Vereinigung Hessen eine Vereinbarung über Testzentren geschlossen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass Praxen und Kliniken von den Testungen weitgehend entlastet wurden. Die Koordination der Therapien erfolgte durch 6 Schwerpunktkliniken in Hessen. Sie sorgten für Schaffung und Vorhaltung freier Betten und Beatmungsmöglichkeiten. Sie garantieren auch jetzt noch für ausreichende Vorhaltung, wo die planbaren Eingriffe wieder ermöglicht worden sind. Dies führte zur Bewertung, das Land Hessen ist sehr gut aufgestellt, im Hessischen Ärzteblatt, Ausgabe 5, 2020. Und das ist richtig so. Bis vor 2 Wochen wurden Personen getestet, die Symptome aufwiesen und Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Durch das zweite Pandemieschutzgesetz können nun auch symptomfreie Personen getestet werden. Dies wurde möglich, da die Testkapazitäten erheblich ausgeweitet worden sind. Zudem traten die deutlich wenigeren Neuinfektionen ganz überwiegend in Gemeinschaftseinrichtungen wie Altenheimen auf. Zu diesem Gesetz wird nun eine Verordnung vom Bundesminister erfolgen. Bundesminister Spahn äußerte in der Welt am 22.05., also weniger als eine Woche, mein Ziel ist es, noch im Mai eine Verordnung vorzulegen, die Reihentests in Krankenhäusern und Pflegeheimen ermöglichen. Im Fall einer Infektion in einer Einrichtung soll beim gesamten Personal und allen Bewohnern vorsorglich ein Abstrich gemacht werden.
Zudem wird der Bundesminister durch eine Verordnung die gesetzlichen Krankenkassen verpflichten, diese Tests auf Corona grundsätzlich zu bezahlen. Selbstverständlich teilen die Regierungsfraktionen das Ziel, bei jedem einzelnen Fall einer Infektion müssen alle Bewohner einer Gemeinschaftseinrichtung und das gesamte Personal getestet werden. Die Kosten müssen auch zunächst von den Krankenkassen beglichen werden. In einem weiteren Schritt können Risikogruppen auch ohne Anlass getestet werden. Dies stellt aber immer nur eine Momentaufnahme dar und wird von Experten noch unterschiedlich bewertet. Priorität haben die anlassbezogenen Testungen in den Einrichtungen. Darüber hinaus sind aber besonders auch in Altenheimen Reihentestungen durchaus sinnvoll. Dies gilt auch für Personen, die für einen planbaren Eingriff in ein Krankenhaus gehen. Wir sehen bei dieser Sachlage aber nicht, wo Sie ein Versäumnis unseres Staatsministers sehen. Wenn die Bundesverordnung vorliegt in wenigen Tagen und eine Ausführungsverordnung nötig wäre, dann würde sie auch erfolgen. Und dann sind auch die Voraussetzungen gegeben, dass diese Testung und Reihentestung durchgeführt werden und die Kostenübernahme damit auch geregelt sind. Ich bin ganz sicher, dass hier die Landesregierung auch unverzüglich handeln wird. Der zusätzliche Aufwand für die gesetzlichen Krankenkassen durch Testungen wird sicher auch Gegenstand von Hilfsprogrammen auf Bundesebene sein. Sie erwarten erhebliche Defizite durch Beitragsminderung. Geschätzt 5 Milliarden Euro war zu lesen vor zwei Tagen Wirtschaftsteil der FAZ. Wir haben Verständnis für die Forderung des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Städtetages, das Bundesgesetz müsse auch umgesetzt werden und erwarte, dass die Rechtsverordnung dies, gemeinsam die Finanzierung, auch glasklar geregelt wird. Der Umgang mit der Pandemie durch die Landesregierung ist zielgerichtet, besonnen und erfolgreich. Die Rate der Infektion pro 100.000 Einwohner liegt mit 156 deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Herr Abgeordneter Dr. Bartel, auch Ihr letzter Satz müsste jetzt anfangen. Dies ist für ein Land mit hoher Wirtschaftskraft und Mobilität ein Erfolg. Aber die Pandemie ist noch nicht vorbei. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartel. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Bocklet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Frau Präsidentin, ich danke dem Kollegen Dr. Bartel für die sachliche, besonnene Rede. Ich habe große Mühe, diese Besonnenheit angesichts der Wortbeiträge so konsequent durchzuhalten, weil Frau Dr. Sommer und auch der Kollege Pürsün in diesen legendären Sozialausschusssitzungen zugegen waren, mehrere Stunden lang gefühlte 300 Fragen von Frau Sommer, die offensichtlich nicht verstanden wurden. Das ist ein Problem, dass man manche Sachen nicht nur akustisch hören muss, sondern man muss sie auch verstehen. Und Frau Sommer, man hat es Ihnen auch erklärt. 6 Stunden lang. Wir sind hier rausgegangen um 22 Uhr. Der Herr Minister hat in einer Eselsgeduld Ihnen jede einzelne Frage beantwortet. In Bad Hersfeld-Rotenburg können Sie wissen mittlerweile, welche Medikamente verabreicht würden. Sie haben auch alle Krankheiten abgefragt. Sie hatten doch einen großen, hohen Spaß daran, das Ministerium mit Fragen einzudecken in der Spitze der Krise. Daran hatten Sie doch Spaß, aber Sie haben nicht einmal zugehört. Das finde ich das eigentlich Eklige daran. Und Frau Gnadl, denken Sie an den Blutdruck. Ich finde es, wenn Sie zugehört hätten, dann hätten Sie auch die Antwort auf die von Ihrer Frage gehört. Frau Sommer, ich zitiere, es gibt ein Protokoll aus dieser öffentlichen Sitzung. Da wurde gesagt,
Macht es Sinn, Rheintests, das sagt das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main, unser bester Oberbürgermeister des Landes Hessen, nämlich Peter Feldmann, SPD, hat gemeint, er muss man sich wieder ins Denkmal setzen und lässt anlasslos. Es geht um die Frage anlasslose Rheintests, Frau Dr. Sommer. Dann hat das Altenpflegeheime wurden in Frankfurt systematisch angefahren mit einer Priorisierung für Heime mit Verdachtsfällen, die ohne mit einer Priorisierung. Die Kosten wurden vom Sozialdezernat getragen. Von der Idee eines solchen Screenings, hören Sie nur gut mal zu, atmen Sie mal durch, dann kriegen Sie auch die Antwort. Es wird Ihnen ja diesmal vielleicht mal helfen. Diese Screenings sind die Verantwortlichen in Frankfurt mittlerweile abgerückt. Laut dem stellvertretenden Leiter des Gesundheitsamtes, der heute zitiert wird, hat sich gezeigt, dass Reihenuntersuchungen keine neuen Erkenntnisse bringen. Haben Sie das jetzt verstanden? Ich habe es Ihnen noch einmal erklärt. Sie haben keine neuen Erkenntnisse gebracht. Blöd gelaufen. Dumm gelaufen. Und der Dissens zwischen Ihnen und uns ist doch ganz einfach. Der Dissens ist doch... Moment mal, Herr Bocklet, es ist ein bisschen laut. Das ist eine emotionale Diskussion, kein Problem, aber ein bisschen Ruhe, damit die oben was verstehen und wir dem Herrn Bocklet zuhören können. Da gibt es eine Frage von Frau Dr. Sommer. Lassen Sie die zu. Keine Zeit. Der Punkt ist doch ganz einfach. Der Dissens hier im Raum ist, ob wir anlasslose Reihentests machen oder ob wir, wenn ein Verdachtsfall vorliegt, dass dort getestet wird und dann natürlich intensiv und alle Beschäftigten und alle Besucher. Genau das macht Sinn. Genau das wird auch von Beginn an gemacht. Aber was keinen Sinn macht, und das haben Sie auch beantwortet bekommen, ist anlasslose Reihentests, weil das ist nicht nur ein Satz trügerische Sicherheit, sondern wir hatten hier sogar selbst einen Fall. Hier eine Abgeordnete, die in Zusammenhang war mit einem Friedrich Merz. Das war ja ein öffentlicher Fall. Und es macht keinen Sinn, sie am nächsten Tag zu testen, weil es zum Teil 3 Tage braucht, bis es erkennbar ist, ob sie infiziert ist, ob sie spreaden kann. Das ist eine vermeintlich trügerische Sicherheit. Wir müssten sie jeden Tag testen. Jeden Tag. Und das ist in der Tat, sprengt jede Kapazität. Es macht Sinn, wenn man hört, in einer Kita ist eine Erzieherin erkrankt. Es macht Sinn, wenn in einem Altenpflegeheim ein Pfleger erkrankt ist. Es macht Sinn, wenn tatsächlich Bewohner dort erkrankt sind, an alles durchzutesten und sie zu isolieren. Das macht Sinn. Aber anlasslose Reihentests flächendeckend in Hessen ist absurd. Und das hat man Ihnen erklärt. Vielleicht haben Sie es jetzt verstanden. Vielen Dank, Herr Abg. Bocklet. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Klose das Wort. Jetzt ist der Staatsminister Klose dran, Herr Abg. Rudolph. Ein bisschen mehr Ruhe. Ich kann warten, kein Problem. So, Herr Rudolph, Sie wollten antworten, jetzt kriegen Sie Antworten. In Ordnung, dann lassen Sie mich einfach mal reden. Solange ich hier stehe, bin ich sowieso lauter als Sie. Da können Sie machen, was Sie wollen. Meine Damen und Herren, es ist in Deutschland wie in Hessen so, und das war von Anfang an Teil der Erfolgsstrategie, dass umfangreich getestet wird. Und genau deshalb sind wir so gut bisher durch die Krise gekommen. Es gibt kein anderes Land, das bezogen auf die Einwohnerzahl so umfangreich testet wie die Bundesrepublik Deutschland. Zwischen Ende März und Ende April wurden in unseren beiden Universitätskliniken beim Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen, im Hessischen Landeslabor und in den Vertragslaboren der Kassenärztlichen Vereinigung mehr als 125.000 Tests durchgeführt. Und natürlich ist die Richtschnur für die Durchführung von Testungen das, was das Robert-Koch-Institut als Kriterien aufstellt. Das ist in jedem Land so. Und deshalb wird gezielt bei Verdachtsfällen getestet. Und darüber hinaus, und das habe ich Ihnen in insgesamt 14 Stunden dringlicher Berichtsanträge in diesem Raum erklärt, darüber hinaus wird bei Infektionen in medizinischen Einrichtungen genauso wie in Alten- und Pflegeheimen ein umfangreiches Screening durchgeführt. Wenn in einer solchen Einrichtung ein Fall auftritt, dann werden alle Bewohnerinnen und Bewohner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unabhängig vom Vorliegen von Symptomen mindestens einmal getestet. Genau so verfährt auch der Großteil der anderen Länder, und genau so macht es auch großen Sinn. Und natürlich ist es so, das wissen wir von Beginn an, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen besonders gefährdet sind. Und deshalb haben wir in Hessen zu ihrem Schutz so früh reagiert. Deshalb gab es schon zum 14. März ein Besuchsverbot für diese Einrichtung mit schwierigen Folgen. Und die haben wir natürlich auch gesehen. Und deshalb haben wir früh, schon Anfang Mai, dieses Besuchsverbot wieder gelockert, als unsere Einschätzung war, dass die epidemiologische Lage das zulässt und weil uns wichtig war, die teils eingetretene soziale Isolierung auch schnellstmöglich zu beenden. Und entgegen dem, was Sie hier behaupten, waren Alten- und Pflegeheime von Beginn an auch Adressaten der vom Land organisierten Schutzausstattung. Von Beginn an, und diese haben wir auch bis zum heutigen Tag immer weiter beliefert. Und jetzt fordern Sie heute hier Reihentestung. Das ist ein Thema, das besprechen wir regelmäßig im Kreis der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder. Und mit Ausnahme des Saarlandes hat bisher kein Bundesland anlasslose, flächendeckende PCR-Testungen durchgeführt. Und warum ist das so? Weil ein solcher PCR-Test durch Abstrich eben immer nur eine Momentaufnahme ist. Schon übermorgen kann die gleiche Person, die Sie heute negativ testen, dann doch positiv sein. Und Herr Bocklet hat es Ihnen eben gesagt, auch die Stadt Frankfurt sagt doch, und auch darüber haben wir hier im Ausschuss gesprochen, dass Ihr Modellversuch des Frankfurter Testbusses keine neuen Erkenntnisse gebracht hat und sie deshalb zur anlassbezogenen Testung zurückgekehrt ist. Ganz einfach. Was aber wichtig ist, und das will ich noch einmal betonen, das machen wir in Hessen auch längst so, sobald die Infektion in einem Heim ausbricht, wird umfangreich gescreent. Und fest steht, dass wir auch in Hessen die Zahl der Testungen ausbauen. Und deshalb begrüße ich sehr, dass der Bund mit der gesetzlichen Grundlage, die er geschaffen hat, dafür sorgt, dass die gesetzlichen Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen auch die Testung asymptomatischer Personen übernehmen. Aber auch der Entwurf der jetzt vorgelegten Verordnung des Bundes hält aus guten Gründen am Anlassbezug fest. Auch er sieht keine flächendeckende anlasslose Testung vor. Und wie gesagt, wir erhöhen die Zahl der gezielten und sinnvollen Testungen in Hessen. Das wissen Sie auch längst. Ein Baustein dazu sind repräsentative Studien im Pflegebereich in Verantwortung des HL-PUK. Ein weiterer Baustein unserer hessischen Strategie zur Ausweitung der Testungen betrifft Personengruppen mit hohem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs und Personal mit erhöhtem beruflichen Risiko. Und um unsere Test- und Laborkapazitäten sinnvoll und mit einem echten Erkenntnisgewinn einzusetzen, setzen wir hier beispielsweise auf eine verbindliche PCR-Testung auf SARS-CoV-2 vor der Aufnahme oder Wiederaufnahme in ein Alten- und Pflegeheim, die nicht älter als 72 Stunden sein darf. Wir werden mehr testen, aber mit Sinn und Verstand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der SPD-Fraktion mit der Drucksache 20/2828 abgehalten.